Ja, hallo, willkommen zum neuen Video. Ich bin Open Beta und ihr seht gerade ein neues Tutorial von mir auf RPC Community oder halt auf meinem Kanal, denn das wird wie immer ein Doppel-Upload. Und heute stelle ich euch dieses wunderschöne neue Programm vor. Anders kann ich das nicht sagen. Es ist wunderschön. Denn es hat einige Vorteile. Es ist Streamlabs OBS. Zuerst habe ich gedacht, okay, Streamlabs OBS. Also Streamlabs kenne ich, OBS kenne ich. Aber Streamlabs macht jetzt ein eigenes Capture-Programm. Und es gibt doch OBS. Sind die Namensrechte nicht gesichert oder was? Gut. Und dann stellt sich heraus, nein, das ist ein OBS. Also ein richtiges Open Broadcast Streaming Programm. Und fangen wir mal hier mit der schönen Seite an. Die findet ihr natürlich auch bei uns und ansonsten unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr euch noch ein Video angucken. Scheiße, ja. Wir downloaden das Ganze und dann installieren wir das. Und dann kommt erstmal eine Startsequenz. Wir sollen Sachen angeben. Gut, denkt man sich, ist ja alles kein Problem. Aber was anders ist wie bei normalen OBS, hier wird, nachdem man kurz die Nutzerbedingungen und keine Ahnung, wie man das von OBS kennt, wird hier nochmal getestet, wie deine Performance ist. Was ich gerade noch vergessen hatte. Wir können unsere alten Settings von dem alten OBS oder OBS Studio mit übernehmen. Ja, also wir brauchen nicht lange nochmal alles neu aufbauen oder so. Wir haben die alten Settings drin. War ich erstmal überrascht, weil das kannte ich nicht. Und ja, nach diesem kurzen Test landen wir dann hier. Wir landen dann wahrscheinlich entweder hier bei Live oder Dashboard. Was schon mal anders ist als wie beim normalen, sind hier oben, wie gesagt, diese Reiter. Was man hier schön machen kann, ist sich das Ganze zurechtlegen. Hier sieht man die Followers und Subs und dann kann man sich das hier größer, kleiner machen. Sind so nette kleine Gimmicks, aber ich bleib irgendwie lieber hier drauf. Und dann gehe ich hin, starte hier das Seitenfenster. Na, komm. So, und dann habe ich hier Chat, alles drum und dran. Brauche ich nichts mehr machen. Ansonsten nehme ich den Chatbot von Streamlabs. Und dann habe ich das auch offen. Dann sehe ich hier alles. Ansonsten, wie gesagt, auch hier. Na, Live-Ding mit allem verloren ist drin, ist da, brauche ich nicht weiter zu erklären. Ja, was OBS an sich auch so nicht hat, ist das hier. Eine Gradanzeige, wo das Bild gerade genau steht, ist das zentriert oder, aber das könnte man jetzt auch ganz einfach hier drüber regeln, wie beim normalen OBS auch. Also das ist nicht so, dass man da nicht alle Möglichkeiten offen hätte. Ich finde es aber sehr schön gemacht, dass man diese Möglichkeit hier hat. Was ich auch sehr schön finde, hier unten ist Geh live. Hier ist Recording und hier kann man zum Beispiel schöne Test-Alerts machen, wenn das denn mal rausgibt. Ne, macht er jetzt leider nicht. Werde ich nochmal überprüfen, warum. Dazu gibt es ja auch noch Tutorials. Gehen wir mal hier von weg. Ja, hier unten Kilobytes Anzeige, Frame Drops, Frames, CPU-Auslastung. Dazu brauche ich nichts mehr sagen. So, kommen wir mal zu den Settings. Haben wir schon alles erklärt. Link natürlich in der Videobeschreibung. Ansonsten hier meine Einstellungen, Pipapo, alles dasselbe. Hier kann man noch mal Overlay verlieren. Ist alles da. So, wir sind jetzt also in OBS drin und haben unsere Einstellungen gemacht, die wir haben wollen.
Wo wir auch schon direkt beim nächsten Thema wären, nämlich der Bibliothek. Denn da gibt es was Schönes. Wir können uns entweder ein eigenes Overlay so farblich zusammengestalten, denke ich mal. Oder wir nehmen uns ganz einfach hier ein Overlay raus. Also wir haben noch immer die alte Möglichkeit, hier im Editor einen Source Code von einer Seite einzugeben oder vom PC aus das Ganze starten zu lassen. So, und das sieht ja jetzt hier schon ganz nett aus, aber wie man hier sieht, oder ich weiß nicht, hier sieht man es sehr deutlich. Es gibt auch interaktive Overlays. Und diese sind auch noch, wenn ich jetzt mal hier drauf gucke, die dürften auch noch kostenlos sein. Ja, das Ganze macht man dann hier drüber. Install Overlay und dann hat sich das. Habt ihr das drin, wird sofort hier im Editor wird das dann angezeigt. Was gibt es sonst noch? Wir können ja mal vergleichen. Eins meiner Streams, die ich gemacht habe gestern. Ein Ausschnitt davon. Das wäre jetzt HD. Das sind meine Top-Settings, wie ich sie sonst auch habe. Wir bemerken keine Frame-Drops oder halt so gut wie gar keine. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das bei euch sehen wird, wenn ich das Video abgespeichert habe, aber beziehungsweise geschnitten habe. Aber bei mir waren da keine Frame-Drops. Also ich habe das wunderbar hingekriegt und sah alles sehr schön aus. Wunderbar. Bei YouTube fand ich es außerdem noch ein bisschen hübscher als wie bei Twitch, als ich mir die Aufnahmen angeguckt habe. So, jetzt sind wir mal draußen. Ich denke, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Hier habe ich die Settings aber schon aus Schreck ein bisschen runtergestellt. Weil ich dachte, mein Gott, so 30 bis 45 FPS hatte ich da. Und deswegen habe ich sie runtergestellt, weil ich möglichst nah an die 60 FPS kommen wollte. Aber das war ein Trugschluss, Leute. Das sage ich euch direkt. Das Programm hat hier unten so eine kleine Infoanzeige. Und sagt euch, da sind eure Ressourcen zu Ende. Ich streame jetzt im Moment mit 5 Megabytes Upload und regulär, wenn Betrieb ist irgendwie, wenn ich weiß, dass gerade viel los ist im Internet oder so, dann streame ich mit 2,5 bis 1,5 an Mbits. Zieht natürlich an der Qualität, aber hier habe ich jetzt mit 5 aufgenommen und man sieht schon, das sieht recht gut aus. Ihr solltet wirklich abwägen, wo gehe ich hin. Also das Programm sagt euch, hier ist eure Grenze, da könnt ihr gucken und dann passt das. Ihr solltet diese Grenze ausnutzen, wirklich ausnutzen, denn desto schlechter eure Bildqualität ist, also wenn ihr Low Settings nehmen wollt. Und ihr könnt eigentlich mehr, dann habt ihr mehr Frame Drops drin. Sie sind nicht so schlimm wie in OBS Studio oder in OBS, aber sie sind drin, sie sind sehbar. Und von daher bin ich der Meinung, wenn ihr streamen wollt oder capturen wollt, dann geht hin und nutzt das, was ihr könnt. Und geht nicht hin und macht da weniger draus, weil dann habt ihr halt ein bisschen schlechtere Bildqualität, wo dann hier zum Beispiel am Himmel mal ein bisschen die Grafik schlechter wird. Wie man hier auch zwischendurch ein bisschen sehen kann. Aber da werde ich jetzt noch mal ein anderes Beispiel einblenden. Ja, ich denke, hier sieht man es überdeutlich. Hier haben wir überall, wenn ich mich bewege, kleine Frame Drops. Ich finde es nicht schlimm, ganz ehrlich. Es ist für Low Settings finde ich das noch recht angenehm. Sage ich mal, also bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich Medium oder High in den Einstellungen, aber für Low Settings PCs, die
nicht so viel leisten können, wäre das noch vollkommen in Ordnung. Daran sieht man schon, wie die Qualität runtergeht, wenn man es runterstellt, obwohl es eigentlich sicherstellen sollte, dass es dann weniger Frame Drops gibt. Bei meinen Tests hier, wie man schön sieht, sind die leider mehr geworden. Warum auch immer. Vielleicht ändert sich das noch mit den Patches, weil ist ja gerade die Beta. Von daher viel, viel Luft nach oben. Ja, ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass es das soweit von mir war. Wenn es Updates gibt zu dem Ganzen, wo neue Features kommen, dann werde ich diese natürlich sehr wahrscheinlich im Großen zusammenfassend nochmal vorstellen, wenn es denn relevant ist. Ansonsten hoffe ich wirklich, dass es euch gefallen hat. Bewertet ruhig das Video, gebt einen Kommentar ab. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Open Beta. Ciao.